Eine wirklich erfolgreiche Saison für diesen Verein. Den Aufstieg haben sie schon in der Tasche. Und zum Ligatitel fehlt nur noch ein einziger Sieg. Und dafür haben sie noch einige Spiele Zeit. Das sieht richtig gut aus. Und damit heiße auch ich euch willkommen zum fünften Spiel in Liga 9 bei FIFA 17 mit meiner Mannschaft Schulles 11. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wenn es gut läuft, also wir haben da und ich hoffe, es läuft heute ausnahmsweise mal gut, dann ist es das letzte Spiel in Liga 9. Und vorne sonst dann ich glaube, eine Position in meiner Mannschaft nur geändert, damit die Chemie ein bisschen höher wird. Ich wollte eigentlich auch Castillo auf dem linken Mittelfeld auswechseln, weil er mir im letzten Spiel tierisch auf den Sack ging. Ging nur leider nicht, weil ich keinen passenden Ersatz dafür gefunden hatte. Das einzige linke Mittelfeld, das ich noch in der Mannschaft habe, dass ich da einsetzen könnte, würde bedeuten, dass ich mir gleich wieder minus 6 Chemiepunkte einfange. Dann dachte ich mir, na gut. Das muss ja auch nicht sein. Jetzt Danilo. Ruben Pardo. Bosejour. Wird das eine Torchance? Er zieht ab. Da macht er klasse auf. Entscheidet auf Foul, aber da. Na, Schiri, du weißt, dass das nur passiert ist, weil du mir im Weg standest und deshalb zu spät kam, ne? Jetzt müssen sie aufpassen. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Und das gibt Abstoß. Wo ist da einer? Zack. Danilo jetzt am Ball. Er hat momentan etwas Probleme, sich in die Mannschaft einzufügen. Ja, das ist auffällig. Er ist drin im Team, wirkt fast deplatziert. Mann, jetzt pass doch mal. Bonjour. Für heutige Verhältnisse ist sein Spielstil ja eher ungewöhnlich, oder? Ja. Jetzt nimmt er Luis. Da ist er aufmerksam. Nicht gut vom Torwart. Doll genug. Eckstoß also. Schade, schade, schade. Versuch's mit dem Kopf. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Klasse Parade, kann man so hier sagen. Noch eine Wiederholung. Ein guter Torwart ist eine Menge wert. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und den spielt er gleich wieder zurück. José Rodríguez. Ibrahima Traoré. Er spielt den Pass zurück. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das... Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Mann. Läuft da sein Mitspieler vor den Füßen rum, ey. Ibrahima Traoré. Sie suchen die Lücke. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ey, das ist auch so eine Sache. Mann, Mann, Mann. Die können den nicht davonlaufen. Das ist unglaublich. Jawohl. Der Ball ist drin. Ja, bei diesem Spielstand hätten sie den Titel heute schon. Ich bin gespannt, ob sie das Ding nach Hause bringen. Unterkante Latte und dann drin.
Da passt da aber auch gar nichts mehr dazwischen. Das ist eine enge Kiste. Muss ja mal ein bisschen Glück haben, ne? So ist es ein klasse Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Ganz einfach an den Ball gekommen. José Rodríguez. Da passt er auf und geht dazwischen. Den Ball holt er sich. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er setzt sich durch und... Oh Gott, was war denn das? Da ist er plötzlich völlig blank. Aber was ist denn das für ein Abschluss? Ja, den setzt er auf jeden Fall. Das ist eine gute Frage. Ein beschissener Abschluss. Das Tor, das kann er besser. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Mann, was ist denn das? Da kann er sich den Ball holen. Oh, sag mal. Jetzt, den jetzt noch verloren, ne? Castillo. Ibrahima Traoré. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei dem... Oh, hau ab! Ey, steht er mir im Weg um das Arschloch? Gab's nicht auch mal sowas wie Sperren ohne Ball? Ey, hier genauso! Da hält er das Gleichgewicht. Dabei er gibt das Foul und Freistoß. Ach, halt Maul. Da kommt nochmal das Tor in der Wiederholung. In die Mitte, aber gut getroffen der Kopfball und dann ist der Ball im Netz. Wird's jetzt gefährlich? Und damit sind sie am Ball. Castillo. Oh, super Fehlpass. Toll. Super Einsatz. Mann, jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Oh, dein beschissener Ernst. Mann, das gibt's doch nicht. Wie kann er denn den nicht machen? Oh. Ibrahima Traoré. Und Danilo. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Ruben Jawohl. Trifft er, ja, drin. Ah. Sie können ihre tolle Saison krönen. Sie können heute vorzeitig den 2-0, erste Halbzeit. Denn mit diesem Treffer bauen sie das soll doch nicht reichen. Weiter aus und jetzt ist es fast geschafft. Sie sind fast am Ziel. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Das hoffe ich doch. Da wird die Nachspielzeit angezeigt. Oh. Wir bekommen nochmal 4 Minuten. Mann, wie kann denn der da durchgehen einfach so? Oh, Herr im Himmel. Schauen wir nochmal drauf. Hier ist der Treffer. Hat die Zeit, hat den Platz und mit viel Gefühl macht er das Tor. Und nun Danilo. Diverson. Was war denn das? Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2-0 in Front. Und danke deinem Herrn, dass jetzt Halbzeit ist. Einfach so weitermachen. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat.
Ein bisschen besser als die letzten Spiele ist es irgendwie. Aber da ist noch deutlich Luft nach oben. Trotzdem, ein ständiger Unruheherd, ein guter Auftritt. So, dann schauen wir mal, wie geht's den Jungs denn? Oh, das sieht alles noch gut aus. Noch keiner am Boden. Na, können wir so direkt in der zweiten Halbzeit starten. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Jetzt müssen Sie aufpassen. Zack. Ja, das gibt Einwurf. Gibt's nicht. Partie ist unterbrochen. Boah, es gibt Einwurf. Meiner. Nun Danilo. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Hernandez. Oh, einmal hinten Murillo. Rum. Ibrahima Traoré. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. So, nun komm. Einmal auf ihn. José Rodríguez. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Ey! Das muss ein Elfmeter sein! Mensch. Er gibt den Elfer. Kurz vor Schluss bekommen sie vielleicht ein weiteres Gegentor. Und die Chancen hier auch nur im entferntesten etwas. Oh Gott, na jetzt geht's los. Ich und Elfmeter. Weiter. Den letzten habe ich, glaube ich, verhauen. Oh, Schwein gehabt. Es sollte zwar eigentlich ein bisschen weiter links, aber wen interessiert's? Ja, und so eine Chance lässt er sich natürlich nicht entgehen. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung Zauberhaft. Auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Ibrahima Traoré. Danilo jetzt am Ball. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Das könnte gefährlich werden. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Macht er ihn. Ja. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Oh, noch nicht mal abseits. Hätte ich jetzt fast gedacht. So, Ege. Halbe Stunde noch, oh. Dann ist das Spiel vorbei. Murillo. Ibrahim. Oh. Diverson. Jetzt geh da doch hin, ey. Oh, bleibt er 2 Meter vom Torwart stehen, anstatt drauf zu gehen. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Oh. Schieß doch. Diverson. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Macht er ihn! Oh, das war eine knappe Dreck. Kiste, aber egal, sie liegen vorne. Oh, Junge, hättest du mal machen können.
Jetzt wird's gefährlich. Danilo. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Warum hat er auf den jetzt gepasst? Anstatt in den 16er zu passen. 20 Minuten zu spielen. Hernandez. Ja, mit dem Torwart. Im Moment passt es bei Ihnen nicht so richtig. Die Teamchemie stimmt einfach nicht. Ja, Sie haben noch nicht zueinander gefunden bisher. Da kann man sicher noch dran arbeiten. Diverson. Och, Junge, wie kann es sein, dass er den Ball so einfach kriegt? Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Oh. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und jetzt die Chance. Mein Gott, der muss doch auch mal einen reinmachen. Außer einem Elfer. Ruben Pardo. Ey! Ich sag dir was, es gibt schon wieder Strafstoß. Na, also wenn den Sie kann man auch Ding geben. Heute verlieren, dürfen Sie sich ja, war das doch eben schon, oder nicht? So darf man im Strafraum nicht agieren. Glasklare Elfer in dieser Szene. Jetzt könnte es richtig schlimm werden. Ja, Sie laufen dem Rückstand hinterher und jetzt ist die Chance auf ein weiteres Gegentor natürlich groß. So. Er nur wieder. Oh, kann man auch einen ausstellen? Das ist schön. Das Tor. Boah. Schwein gehabt, ey. Ich dachte, der kommt noch an der Torwart. Verdammte Kacke. Oh. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung. Schon sein dritter Treffer. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jo. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Jetzt ist es natürlich leicht, es so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet, ne, Buschi? Ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich, es gibt natürlich immer wieder mal Überraschungen im Fußball, aber an einem normalen Tag sind sie einfach das bessere, das auch individuell stärkere Team. Und das zeigen sie heute. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. José Rodríguez. Super Einsatz. Der Angriff könnte jetzt kommen. Schussversuch. Oh nein, jetzt hat er sich verletzt oder was? Den hält der Torwart. Das gibt's nicht. Mann. Ach du Scheiße. Die sind es aber, gut. Okay, er hat sich verletzt, hilft ja nichts. Kommt er rein. So, noch einen Stürmer habe ich nicht. Anke um linkes Mittelfeld. Bringen wir mal Elisevic. So. Das muss erstmal reichen. Billy. Der Spieler scheint Probleme zu haben. Wohl eine leichte Blessur. Ja, jedenfalls nimmt ihn der Trainer jetzt hier runter. Wahrscheinlich, um eine schlimmere Verletzung zu vermeiden. Hat er recht. Die Ecke kommt nicht gut rein. Wieso ist er da nicht hingelaufen eben? Was soll das? Ruben Pardo. José Rodríguez. Bosejour. Das könnte gefährlich werden. Jean Bosejour. Gut in den Lauf gespielt. Oh, was war denn das? Starke Parade. Und gleich der nächste Eckstoß hinterher. Jetzt schauen wir uns mal den Teamvergleich in puncto Ecken an. Ja, wo ist er?
Noch ist hier nicht Schluss. 4 Minuten wurden als Nachspielzeit angezeigt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, wie kann das sein, dass die den sich so zuspielen können, ey? Das gibt es nicht. Und Danilo. Jawohl. Das war deutlich heute. So, immerhin. 5. Sieg in Liga 9. Damit ist die Liga auch durch. Nenne ich einen überzeugenden Auftritt. Wunderbar. Das war heute eine überragende Vorstellung von dann, wie gesagt, bei der Mannschaft. Ich muss irgendwas machen, dass ich eine bessere Chemie reinkriege. Das kotzt mich teilweise wirklich so an. Unglaublich. Aber na gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also ein bisschen gefallen. Mir macht es im Großen und Ganzen auf jeden Fall Spaß. FIFA wird auch noch ein bisschen auf meinem Kanal kommen. Und ja, wenn ihr auch mehr sehen wollt, dann schaltet doch einfach beim nächsten Video wieder rein. Bis dahin. Tschüss.